Herzlich willkommen bei Sandys Happy Place. Ja, schön, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid. So, nun zeige ich euch mal für diese Deko-Idee, was ihr dafür alles benötigt. Und zwar Steckschwamm oder Steckschaum, dann habe ich noch Farn aus dem Garten, dann eine Schnur, eine Schere, Dahlien und noch eine Folie und Butterbrotpapier. Einen einfachen Haushaltsgummi und noch ein LED-Licht, wenn ihr das habt, ansonsten geht es natürlich auch ohne. So, jetzt werde ich diesen runden Steckschaum in Folie packen. Somit hat er natürlich einen festeren Halt in diesem Weinglas. Ich finde, das ist eine nette und schnelle Do-it-yourself-Idee, gerade wenn man mal kurzfristig Besuch bekommt oder vielleicht auch als Deko-Tipp für einen festlichen Anlass. Selbst als Hochzeitsdekoration dann mit weißen Blumen, weißen Rosen oder auch weißen Dahlien lässt sich das sehr schön arrangieren. Das Weinglas habe ich jetzt etwas mit Wasser befüllt und jetzt werde ich diesen Steckschaum, Steckschwamm mit dieser Folie reinsetzen. Aber zuerst kommt natürlich dieses schöne LED-Licht dazu. Jetzt geht es weiter mit meinen Butterbrot-Tüten oder Butterbrotpapier. Da schneide ich jetzt unten ein Stück ab. Und zwar sollte die Tüte unten offen sein. Ich werde es jetzt noch etwas zerknittern. Und ziehe jetzt das Papier dann über das Weinglas drüber. Damit das Papier natürlich hält, kommt noch dieser Haushaltsgummi außenrum. Kommt das, was am meisten Spaß macht, die Blumen einzusetzen und außenrum natürlich dieses Farn. Hier sind ja auch keine Grenzen gesetzt, da habt ihr ja freien Lauf, das Ganze zu bestücken. Wunderschön würde diese ganze Deko sicherlich auch mit einer schönen kleinen Sonnenblume in der Mitte aussehen. Ja, und im Herbst kann man das Ganze dann auch schön herbstlich mit rötlichen Blättern schön dekorieren. Um den Haushaltsgummi noch etwas abzudecken, habe ich ja diese Schnur und die werde ich jetzt dann noch umbinden. Ihr werdet dann gleich sehen, ich habe zwei dieser Gläser erstellt und werde es in meiner Vitrine dann dementsprechend arrangieren und dann könnt ihr mal schauen, wie toll die Gläser wirken. Ja, und ich erwähne es immer gerne in meinen Videos, dass ihr mich auch noch auf Instagram, Facebook, TikTok und Pinterest findet. Ihr könnt natürlich, bevor ihr diesen Steckschwamm in diese Folie steckt, in Wasser tränken oder ihr gießt mit der Gießkanne dann etwas Wasser drüber. So, nun geht's ab in die Vitrine. Dazu habe ich meinen weißen Ast noch dekoriert und ein paar Gladiolenblüten dazu gelegt. Natürlich interessieren mich eure Meinungen dazu. Ich finde es eine sehr hübsche, nette und schnelle Dekoration. Wirklich auch wieder sehr schnell erstellt. Und ja, bin gespannt auf eure Kommentare. Ich sag mal Tschüss und bis bald, eure Sandra.